Herzlich willkommen zum Videotutorial Wie erstelle ich einen Stundenplan? Dieses Videotutorial richtet sich an Erstsemester des Fachbereichs 3 und speziell an Studierende des Bachelorstudiengangs Politikwissenschaft im Hauptfach. Am Fachbereich 3 der Goethe-Uni kann man sich seinen Stundenplan selbst aus vielen Veranstaltungen zusammenstellen. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Tutorial. Los geht's! Zuerst gehen wir mal auf die Seite des Fachbereichs 3. Hier sehen wir am Rand den Schnelleinstieg. Hier findet ihr den Download-Bereich, wo sich wichtige Dokumente zu eurem Studiengang befinden. Wenn ihr unter dem Studiengang Politikwissenschaften guckt, seht ihr zum Beispiel die Studienordnung und auch Formulare. Das hier ist die Studienordnung. In der Studienordnung findet ihr am Ende die Modulübersicht, die zeigt, wie das Studium aufgebaut ist. Außerdem findet ihr am Ende der Ordnung auch zwei exemplarische Studienverlaufspläne, denen man entnehmen kann, in welcher Reihenfolge man die Module studieren kann. Ich zeige euch zuerst die Modulübersicht. Hier seht ihr, dass das Studium aus 11 Modulen besteht, die alle studiert werden müssen, um den Abschluss zu erhalten. Die Reihenfolge ist eine empfohlene Reihenfolge, keine fest vorgeschriebene. Diese Module sind auch im Vorlesungsverzeichnis genauso benannt. Jetzt zeige ich, in welcher Reihenfolge man diese Module studieren kann. Der exemplarische Studienverlaufsplan ist ein Beispiel dafür, in welcher Reihenfolge man die Module studieren kann, damit man den Bachelorabschluss in Regelstudienzeit, also in 6 Semestern, schafft. Dazu sollte man ca. 20 Credit Points im Hauptfach pro Semester belegen. Man kann hier sehen, dass man im ersten Semester das Propädeutikum belegen sollte und das Modul Forschungskompetenzen 1, also insgesamt im Hauptfach 20 Credit Points im ersten Semester. Jetzt kennen wir bereits die Studienordnung, die Modulübersicht und einen exemplarischen Studienverlaufsplan. Wie erstellt man nun den Stundenplan? Dazu muss man ins elektronische Vorlesungsverzeichnis gehen. Das elektronische Vorlesungsverzeichnis heißt hier an der Uni Quiz bzw. LSF. Hier im Quiz kann man nicht nur das Vorlesungsverzeichnis einsehen, man kann auch nach Personen suchen, wenn man zum Beispiel mal eine E-Mail-Adresse sucht. Außerdem kann man hier auch seine Studienbescheinigungen herunterladen und sich für Prüfungen und Veranstaltungen anmelden. Ich bin hier jetzt bereits in der Kategorie Vorlesungsverzeichnis. Hier oben seht ihr, dass man sich anmelden kann. Man kann alle Veranstaltungen aber auch sehen, wenn man noch nicht angemeldet ist. Ich logge mich jetzt mit meinen HRZ-Daten ein. So, jetzt bin ich eingeloggt. Hier sehe ich die Auflistung aller Fachbereiche. Ich wähle den Fachbereich 3 aus. Hier seht ihr alle Fächer, die man am Fachbereich 3 studieren kann. Wählt hier euer Fach aus, in diesem Fall Bachelor Politikwissenschaft. Das sind also alle Module, die auch in der Modulübersicht stehen. Innerhalb der Module könnt ihr euch Veranstaltungen heraussuchen, die euch interessieren. Was sollte man also im ersten Semester studieren? Wie im exemplarischen Studienverlaufsplan zu sehen war, empfiehlt es sich, das Propädeutikum im ersten Semester zu belegen. In der Modulübersicht könnt ihr sehen, aus welchen Veranstaltungen das Propädeutikum besteht. Hier seht ihr, dass ihr eine Vorlesung und eine Übung besuchen müsst. Man kann auch zusätzlich noch ein Tutorium besuchen. Dann gucken wir wieder im Vorlesungsverzeichnis, was genau für Veranstaltungen angeboten werden. Hier sieht man das Tutorium, die Übung und die Vorlesung. Diese Veranstaltungen sollen nun in euren Stundenplan aufgenommen werden. Zuerst die Vorlesung. Das ist die Einzelansicht dieser Veranstaltung. Hier sieht man zum Beispiel die Grunddaten, die Termine, also wann die Veranstaltung stattfindet, und Infos zu den Inhalten. Lest euch diese Einzelansicht immer gut durch, denn hier könnt ihr nachlesen, was bei der Anmeldung, also der Belegung der Veranstaltung später, zu beachten ist. Hier seht ihr, dass bei Belegung Belegpflicht steht. Unter den Belegungsfristen ist der Zeitraum angegeben, in dem man sich hier über das LSF für die Veranstaltung anmelden kann. Wenn hier nichts steht, heißt das in der Regel, dass man einfach zum ersten Termin an den angegebenen Ort gehen kann. Beachtet aber auch unbedingt die Angaben hier unten bei Inhalte, da hier oft noch zusätzliche Informationen zur Veranstaltungsbelegung zu finden sein können. Ich möchte also im ersten Semester das Propädeutikum belegen.
Zuerst habe ich die Vorlesung hier ausgewählt und wenn ich diese in den Stundenplan mit aufnehmen will, markiere ich hier das Kästchen bei Vormerken. Dann klicke ich auf Markierte Termine vormerken. Jetzt öffnet sich die Ansicht Persönlicher Stundenplan. Wie man hier sehen kann, ist die Vorlesung nun eingetragen. Um weitere Veranstaltungen auszuwählen, muss ich wieder in das Vorlesungsverzeichnis gehen. Jetzt wähle ich als nächstes die Übung aus dem Modul Propädeutikum aus. Hier sieht man, dass es viele verschiedene Gruppen gibt und auch wieder die Rubrik Inhalt. Ich suche mir eine aus, die mir zeitlich gut passt, zum Beispiel die Gruppe 4. Auch hier markiere ich das Kästchen bei Vormerken. Dann klicke ich wieder auf Markierte Termine vormerken. Der Stundenplan erscheint und zeigt auch die Übung an. So, jetzt gucken wir, was wir noch im ersten Semester besuchen sollten. Dazu ziehen wir wieder den exemplarischen Studienverlaufsplan zu Rate. Hier sehen wir das Modul Forschungskompetenzen 1, 4 Semesterwochenstunden Statistik. Dazu gehe ich auch wieder zurück zum Vorlesungsverzeichnis und klicke das Modul Forschungskompetenzen 1 an. Hier habt ihr die Wahl aus drei Veranstaltungen. Ich wähle das Proseminar und sehe wieder die Einzelansicht. Ich lese alles durch und sehe, dass ich mich auch im OLAD anmelden muss, einer Online-Learning-Plattform. Okay, ich merke mir die Veranstaltung vor. Der Stundenplan erscheint wieder. Ich kann den Plan nach dem Speichern auch als Druckversion anzeigen lassen und dann drucken. Jetzt ist zu beachten, dass ich noch für keine Veranstaltung angemeldet bin. Das muss ich extra machen, indem ich zu den Belegzeiten mich hier im LSF anmelde oder eben die Anmeldung so durchführe, wie sie in der Einzelansicht beschrieben wurde. Bitte denkt am Ende daran, euch wieder auszuloggen. Ich habe euch in diesem Video-Tutorial gezeigt, wie man sich einen Stundenplan erstellt. Dazu sollte man sich also die Modulübersicht des Faches anschauen und den exemplarischen Studienverlaufsplan zu Rate ziehen. Mit deren Hilfe kann man sich im LSF einen Stundenplan zusammenstellen. Solltest du Fragen zum Studienverlauf oder deiner Studienorganisation haben, kannst du dich bei der Studienfachberatung des Fachbereichs 3 melden. Ich wünsche euch einen guten Start ins Studium.